Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Wir stehen noch mitten in der Osterzeit und damit auch mitten in der Osterfreude. Die Freude darf uns nicht verlassen, denn sie hat einen viel tieferen Grund, als dass wir uns über irgendeine Kleinigkeit freuen. Der tiefere Grund ist die Auferstehung Jesu, mit der auch uns eine Hoffnung und Aussicht gegeben ist, dass auch wir auferstehen können. Das heißt, dass wir nicht im Tod bleiben, wenn wir sterben, sondern wie Jesus Christus und vor allem durch ihn auferstehen können. Nicht wir machen das, sondern er nimmt uns mit in seine Auferstehung und in seine Herrlichkeit, die er beim Vater hat. Das sind so wunderbare Aussichten. Da kann die ganze Welt noch so viel dafür anbieten. Das ist es nicht wert. Der Schatz, der uns gegeben ist und der vollendet werden wird, der ist unendlich groß. Aber wir spüren ihn jetzt schon, wir spüren seine Liebe, nämlich auch jene Liebe, die uns trotz unserer Sünden annimmt. Sünden, die wir auch in Demut bekennen. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld und schenke uns dein Heil. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasst uns beten. Gott, du bist unser Ziel. Du zeigst den Irrenden das Licht der Wahrheit und führst sie auf den rechten Weg zurück. Gib allen, die sich Christen nennen, die Kraft zu meiden, was diesem Namen widerspricht, und zu tun, was unserem Glauben entspricht. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen tat Stephanus voll Gnade und Kraft Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Doch einige von der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Cyrenäer und Alexandriner und Leute aus Zilizien und der Provinz Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten. Aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer zu der Aussage an: Wir haben gehört, wie er gegen Mose und Gott lästerte. Sie hetzten das Volk, die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, drangen auf ihn ein, packten ihn und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Und sie brachten falsche Zeugen bei, die sagten: Dieser Mensch hört nicht auf, gegen diesen heiligen Ort und das Gesetz zu reden. Wir haben ihn nämlich sagen hören: Dieser Jesus, der Nazaräer,
wird diesen Ort zerstören und die Bräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, auf ihn blickten, erschien ihnen sein Gesicht wie das Gesicht eines Engels. Wort des lebendigen Gottes. Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht. Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht. Wenn auch Fürsten gegen mich beraten, dein Knecht sinnt nach über deine Gesetze. Deine Vorschriften machen mich froh, sie sind meine Berater. Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht. Ich habe dir mein Geschick erzählt und du erhörtest mich. Lehre mich deine Gesetze. Lass mich den Weg begreifen, den deine Befehle mir zeigen. Dann will ich nachsinnen über deine Wunder. Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht. Halte mich fern vom Weg der Lüge. Begnade mich mit deiner Weisung. Ich wählte den Weg der Wahrheit, nach deinen Urteilen hab ich Verlangen. Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht. Halleluja, Halleluja. Alleluia. 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 Nicht nur von Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sah die Menge, die am Ufer des Sees geblieben war, dass nur ein Boot dort lag. Und sie erfuhren, dass Jesus nicht mit seinen Jüngern ins Boot gestiegen war, sondern dass die Jünger allein abgefahren waren. Von Tiberias her kamen andere Boote in die Nähe des Ortes, wo sie nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott der Vater mit seinem Siegel beglaubigt.
Da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Es ist also ein Werk Gottes, dass wir glauben. Dass wir an Jesus Christus glauben, den der Vater gesandt hat, in die Welt gesandt hat. Wir meinen oft, Glauben, das ist so etwas wie meinen, kann auch anders sein, wie beim Wetter. Ich glaube, dass es schön wird, aber Jesus versteht den Glauben viel, viel tiefer und er tut es uns kund. Der Glaube ist ein Werk Gottes. Und es ist auch unser Werk. Es ist also ein Zusammenwirken zwischen Gott und uns. Der Glaube. Der Glaube an den, den der Vater gesandt hat. Das ist der Glaube an Jesus Christus, zu dem wir uns bekennen. Es ist also ein Werk Gottes, in erster Linie, an dem wir teilhaben können. Ein Werk Gottes, der Glaube, der Christenglaube, der Glaube der Kirche. Die Kirche selbst ist ein Werk Gottes, gegründet durch Jesus Christus, den Sohn Gottes. Die Kirche ist viel, viel mehr, als manche meinen. Es ist vielleicht gerade noch wert, dass ich den Kirchenbeitrag zahle oder auch nicht mehr. Mein Gott, wie wenig Ahnung haben solche Menschen, was die Kirche ist. Dass es da einen Beitrag gibt, das ist ja nur so eine kleine Nebenwirkung. Eine ganz, ganz kleine. Denn viel wird ja nicht verlangt. Und leisten kann sich das eigentlich jeder. Der Glaube aber ist unbezahlbar. Der Glaube an Gott, weil er eben ein Werk Gottes ist, ist nicht zu bezahlen mit keinem Wert des Geldes oder mit keinem Wert, der dem Geld entspricht, ob es nun Häuser sind, ob es andere Reichtümer sind. Der Glaube an Gott, das ist ein Schatz, ein unendlicher Schatz, sagt uns Jesus. Ein Schatz, den wir hüten sollen. Ein Schatz, der uns von Gott geschenkt ist, weil er ein Werk Gottes ist. Aber umgehen damit, das müssen wir schon tun. Umgehen damit heißt, dem Glauben
im Leben entsprechen. Das heißt beten, das heißt Gottesdienst feiern, das heißt Christ sein. Ach, wüssten wir doch wenigstens ahnungsweise, welch großes Geschenk wir im Christusglauben haben. Ansatzweise wenigstens. Gar nicht zu vergleichen oder gar nicht einen Hinweis wert, dass wir dafür eine Kleinigkeit zahlen. Der Glaube, Werk Gottes und unser Werk, unbezahlbar, geschenkt. Danken wir Gott dafür. Christus ist für uns der Zugang zum Vater. Von ihm mit seinem Siegel beglaubigt, darum bitten wir ihn. Wir beten für alle, die aus dem Osterglauben leben und andere damit anstecken wollen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die sich nach einer Ostererfahrung sehnen, damit sie an dich glauben können. Christus, höre uns. Christus, erhöre. Für unsere Kinder, die in diesen Tagen Erstkommunion feiern und die Gemeinden, an deren Tisch sie von dir geladen werden. Christus, höre uns. Christus, erhöre. Für alle, die mit ihren Begabungen und Fähigkeiten ihren Mitmenschen helfen und gut tun. Christus, höre uns. Christus, erhöre. Für alle, die im Glauben an dich gelebt haben und uns im Tod vorausgegangen sind. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Und mit Maria Klinger beten wir für die verstorbene Maria Deubel. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Denn du bist es, der uns die Nähe Gottes garantiert. Durch dich finden wir zum Vater und preisen ihn in Ewigkeit. Amen. Jesus, du bist du, Herr, und so bist du.
Ihr Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr und Gott, lass unser Gebet zu dir aufsteigen und nimm unsere Gaben an. Reinige uns durch deine Gnade, damit wir fähig werden, das Sakrament deiner großen Liebe zu empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Er bringt sich dir allzeit für uns dar und steht vor dir als unser Anwalt. Denn einmal geopfert stirbt er nicht wieder, sondern lebt auf ewig als das Lamm, das geschlachtet ist. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde
und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie aufstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen, durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns nun beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlöses Jesus Christus erwarten. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So dürfen wir bitten, Herr Jesus Christus, Auferstandener, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Friede. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele.
spricht der Herr: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Halleluja. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns durch die Auferstehung Christi neu geschaffen für das ewige Leben. Erfülle uns mit der Kraft dieser heilbringenden Speise, damit das österliche Geheimnis in uns reiche Frucht bringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Zum Abschluss grüßen wir noch die Gottesmutter. Ich grüße, o Maria, Hilf Gottes Mutter, Süße, o Maria, Hilf Maria, Hilf uns allen. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen gesegneten, einen mit Gott verbundenen, gnadenvollen Tag. In Frieden.